Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Heute zeige ich euch den Sommerschnitt und wofür er da ist. Bevor wir schneiden, müssen wir als erstes die jungen Obstbäume erstmal pflegen. Das heißt, Gras am Stamm entfernen, weil das mögen sie nicht, eine Kokosmatte nehmen oder einfach mulchen. Bei besonders jungen Bäumen muss man darauf achten, dass man beim Unkrautjäten oder dem Gras entfernen aufpasst, dass man die Wurzeln des Baumes nicht verletzt. Im letzten Jahr hatte ich die Obstbäume gepflanzt, einen Pfahl als Stütze gegeben und einen Fraßschutz in Form von Maschendraht drumherum gewickelt. Die Obstbäume haben sich prächtig entwickelt, leider auch Unkraut und Gras. Daher muss ich den Fraßschutz entfernen, Unkraut jäten und das Gras schneiden. Links im Bild sieht man, dass der Baum sehr viele Äste mit sehr viel Laub entwickelt hat. Da müssen wir ausschneiden, damit sich Pilze und Krankheiten nicht entwickeln. Damit der Stamm frei ist, einfach Gras und Unkraut rausreißen. Im ersten Jahr sollte auf eine Gartenkralle verzichtet werden. Eine dicke Kokosscheibe erledigt den Rest. Das Gras kann nicht durchwachsen und der Stamm ist frei. Und bleibt frei. Auf einen Fraßschutz sollte man auf keinen Fall verzichten. Ich demontiere ihn, da ich das ganze Gebiet mit einem Zaun umzäune. Meine Mutter als Gärtner und Floristenmeisterin hilft mir tatkräftig beim Baumschnitt. Und alles unter der Kontrolle meines lieben Hundes Bruno. Bei älteren Bäumen, die schon etwas länger sind, kann man einfach ein Plastikrohr mit Löchern als Fraßschutz verwenden. So, fangen wir mit dem Baumschnitt an. Alle nach innen wachsenden Triebe werden abgeschnitten. Auch Wasserschösse, die senkrecht nach oben wachsen und eine leicht andere Farbe haben, werden grundsätzlich rausgeschnitten. Hat der Baum 2-3 Äste, also Triebe übrig, werden sie mit Bambusstöcken so fixiert, dass sie nach außen wachsen. So erhält man einen Baum mit einer gesunden Krone. Ist der Baum älter, könnte man die Äste nicht mehr so leicht biegen und den Baum schlechter erziehen. Beim Baumschnitt gibt es die Grundregel, man muss einen Hut durchschmeißen können. Also schneidet lieber ein bisschen mehr ab als zu wenig. Hier kann man nochmal schön sehen, dass ich die Äste im 45 Grad Winkel nach außen biege. Im nächsten Jahr kann man die Stütze entfernen, der Baum hat seine endgültige Form angenommen. Er wächst dann einfach nur. Auch Triebe, die nach unten wachsen, kann man grundsätzlich abschneiden. Denn wenn im nächsten Jahr die Früchte am Baum wachsen, biegen sich die Äste nach unten. Schlussendlich wird hier nochmal der Obstbaum an einen Pfahl fixiert, damit er beim starken Wind, hier im Norddeutschland, nicht umgeweht werden kann. Auf den halben Hektar haben wir sehr viele Bäume, wir haben mehrere Tage dafür gebraucht. Ich möchte nochmal anmerken, dass Obstbäume besonders in jungen Jahren erzogen werden müssen und ein guter Baumschnitt angebracht ist. Der ideale Zeitpunkt für einen Baumschnitt im Sommer
ist ein kühler Tag, wo die Sommerhitze nicht so stark ist. Außerdem sollte man das richtige Werkzeug parat haben. Eine scharfe Rosenschere, damit der Schnitt sauber ist und die Wunde nicht gequetscht wird. Zum Fixieren der Äste sollte man nicht zu starkes Band verwenden. Ein elastisches Gummi oder Jute ist dafür vollkommen ausreichend. Ein Tipp zum Schluss. Möchte man, dass der Stamm besser wächst und der Baum sich schneller entfaltet, entfernt man in den ersten Jahren die Fruchtstände. So kann der Baum seine gesamte Kraft in das Wachstum stecken. Hat man ältere Bäume, braucht man nur noch die Wasserschüsse entfernen und die Anzahl der Früchte. So erhält man eine bessere Fruchtqualität. Der Sommerschnitt bremst den Baum und lässt ihn besser entwickeln und der Winterschnitt gibt eine bessere Ernte. Habe ich das Interesse an meiner Plantage geweckt? Dann schaut euch die anderen Videos an oder geht auf meine Homepage unter www.faszination-kochen.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!